So, wir sind da. Jetzt wird's ernst. Also ich habe hier schon einen wunderschönen Ausblick. Davon seht ihr gerade noch nicht so viel. Also die Wanderung an sich geht 2,5 Stunden. Irgendwie ist es 7 Kilometer, aber wir wollen nochmal um den See drum rumlaufen. Also sind es ungefähr 8 insgesamt. Es ist sehr kühl, das ist wundervoll. Es sind gerade 19 Grad. Es wird vielleicht ein kleiner Regenschauer kommen zwischendurch. Ich bin sehr gespannt. Aber das ist ja alles völlig irrelevant. Hauptsache, wir haben genug Bier. Und so sieht es hier aus. Oh. Also wenn das mal nicht wunderschön ist. Oh ja. Die beiden unterhalten sich gerade über das Auswandern in dieses wunderschöne Land. Ah. Ich bin wirklich positiv überrascht. Also ich bin wirklich kein Fan von diesem Kanton. Aber diese Haltestelle ist schon mal... Ja. Kind, der noch nie eine Katze gegessen hat. Ja, das muss jetzt den marinieren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwo auf die Kuhweide gleich pissen. Ja, ja. Das sind Toiletten, ja. Das ist halt Next Level. Hier muss man nirgends hin urinieren. Das ist wichtig. Und ich wette, die stimmt. Alter. Junge, einfach eine Kuh an dem Helikopter. Dass ich das mal erleben darf, Alter. Ich habe... Junge, wir sind genau richtig hier. Junge, ich kann nicht mehr. Da kommt die nächste Kuh. Junge. Alter. Also aufgrund des Windes filme ich jetzt übrigens mit dem Handy, weil meine Kamera ein bisschen empfindlich ist gegen diesen massiven Wind. Alter. Achso, man darf nie vernachlässigen, es fängt leicht an zu regnen, das ist auch nicht so geil. Aber Alter, okay. Da hängt aber eine Kuh. Das macht mich so ehrlich. Das macht mich so fertig. Junge. Dieser Lifestyle. Nee. Das hier ist der Weg. Den müssen wir jetzt gehen. Und hier geht's hoch. Bist du sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Du bist unser Guide. Ja, ich bin der Guide. Ich bin übrigens ich. Also es fängt leicht an zu tröpfeln. Und die Helikoptergeräusche sind jetzt nicht so geil, aber also, das ist bis jetzt schon mal sehr schön hier. Junge. Sehr stimmt es. Das ist sehr faszinierend. Aber ein bisschen lauter. Grundsätzlich. Der Wind, ich kann nicht so filmen. Also wir laufen jetzt wirklich hier lang und teilen sozusagen mit den Kühen einen Weg. Herr Bruder! Ein Schluck Bier oder? Eher nicht so. Ich meine, das ist wirklich sehr köstlich. Also, du bist vielleicht ein Wiederkäuer, aber ich bin ein Wiedertrinker, weil ich trinke immer wieder. Na, okay, ich verstehe schon. Ja. Noch ein entspanntes Selfie mit den Bratans. Also. Ich bin es aus Österreich eher so gewohnt, dass die Kühe, wenn man denen sich nähert, sehr wild werden und sofort aufspringen und übelst Moon. Die haben eine heftige Helikopterfahrt hinter sich. Die sind erstmal. Ja. Haben wir heute eigentlich schon mal. Das ist eine Kuhtreppe. In Österreich sind immer so Gatter. Hier sind halt so Treppen, das ist auch interessant. Damit die Kühe halt hier nicht raus können aus diesem Bereich. Zum Glück bin ich keine Kuh und schaffe es. Bist du eine Kuh? Ja, also heute identifiziere ich mich als Goldfisch. So, jetzt durchschreiten wir gleich die Waldgrenze. Da vorne geht's rein. Und dann geht der Wald los. Wir sind richtig, ja. Junge, Alter. Das ist wirklich gut ausgereicht. Aber guck mal, diese alten
Menschen, die schaffen es ja auch noch. Also, noch haben wir es nie geschafft. Manchmal muss man sich schon so den Gedanken fassen, so wenn ältere Menschen hier hoch schaffen, aber wir nicht, dann muss man sich schon leicht Sorgen machen. Ich mache mir schon lange Sorgen, aber nicht aus physischen Gründen. Na, das sieht nicht bis jetzt, Bruder. Naja, also, geht auf jeden Fall noch. Ne? Also dafür, dass ich dieses für meine Verhältnisse schon ein weites Stück hochgelaufen bin, muss ich sagen, es geht noch. Was sollen immer diese unsinnigen Abfärbungen? Die Kühe! Das ist wegen den Kühen! Denk an deine Götter. Die Kühe. Ich bin froh, wenn die heute Abend auf meinem Teller landen. Ich hoffe, hier hat ein Fuchs drauf gepisst. Der Bandwurm muss sich massiv ausbreiten. Hm. Junge, es ist so wunderschön hier. Ich hoffe, du hast jetzt AIDS. Ja, das hatten wir schon vorher. Ja, wirklich. Festes Schuhwerk Hass. Noch Mineralwasser, falls du das finden möchtest. Da hat 600 Meter weiter oben jemand hinein uriniert. Das ist mir egal, das macht der. Das sind ja die wichtigen Inhaltsstoffe. Haben wir heute eigentlich schon mal. Das fünfte jetzt. Prost. Melkfett. Das ist wirklich meine Quellverschwendung. Also wenn Quellfrisch danach uns nicht sponsert. Das ist halt wirklich auch ein schmackhaftes Bier. Ich hoffe, wir sind auch überhaupt richtig hier. Wir sind richtig. Sind wir richtig. Sind wir richtig? Es sind halt nur 19 Grad, aber ich schwitze mir den Arsch ab. Wir können so froh sein, dass es so kühl ist. Wir können froh sein, dass wir uns so kurz angezogen haben. Ja, das auch. Ohne Witz. Wenn jetzt, also vor einer Woche oder so, waren hier 29 Grad. 35? Da wären wir gestorben. Da hätte ich schon abgebrochen. Also bei 35 Grad. Ne? Ja, nee, da hätten wir was anderes gemacht. Aber na klar. 19 Grad ist ja wirklich gerade kühl. Ich meine, wenn ihr das seht, ist bei euch wahrscheinlich gerade ein paar 30 Grad. Und glaubt mir, es ist so feucht und es fühlt sich einfach an wie 30 Grad. Aber es ist angenehm. Es ist unfassbar geil. Ah. Aber es ist auch durchaus anstrengend, aber vielleicht liegt es so an der Brühe. Nö, ich bin ja nüchtern, ich finde es auch. Ja, also es ist halt schon anstrengend, aber es geht noch. 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 Ja. Aber wir haben die Höhenmeter gleich geschafft. Wir haben fast, also wir haben über 3/4 der Höhenmeter geschafft. Ah. Mann, ey. Das ist einfach geil. Übel geil. Einfach geil. Haben wir heute schon mal. Alter. Ui, umso mehr man trinkt, umso leichter geht's. Ein Schlückli nehmen. Du bierst mich an. Wasser, Alter. Und dann auch noch für Nestle. Also. Nestle kann man eigentlich nur in seinen Vorhaben unterstützen. Ich distanziere also mich. Ich unterstütze Nestle voll und ganz. Oh, ihr seid solche Bastarde. Ich hasse euch. Schweizer Stolz. Schnauze jetzt, ich schwenk auf die Natur um. Probier. Man wäscht sich im Fluss. Du genießt das Wasser. Ich hoffe, da oben ist ein Tier gestorben und liegt im Fluss. Mach das auf keinen Fall nach. Mach das nicht nach, sage ich. Das ist das einzig wahre Wasser. Verfeinert mit feinsten Kräutern und Früchten des Meeres. Es wurde gerade schon wieder Pause gemacht. Es wird viel zu wenig getrunken. Wirklich, es ist einfach eine Schande. Hm. Hm. Wir müssen jetzt als nächstes hier hochklettern. Es ist zum Glück nicht korrekt. Wir müssen da hochklettern. Wir müssen den Inder besteigen. Also hier ist ein Schild. Ich kann kein Schweizerisch, aber ich glaube, das Wenige, was ich kann, heißt, dass man hier nur durch kann, wenn man sein Bier ausgesoffen hat. Hey,
natürlich in den Beutel. Danke, dass du dich einsetzt für die Umwelt und für den Müll. Was hast du da hinter dem Denk Ohr? Denk dran. Hinter dem Ohr, dreh dich mal, guck mal dahin. Ja, nicht in die Kamera, fuck. Doch. Was denn? Hinter dem Ohr hast du irgendwas. Nichts. Das sind die Überreste der dritten Impfung. Junge, Junge, Maschallah. Was für ein Gött. Ich habe nur Schaum im Bauch. Die Verhandlung ist wirklich lohnenswert. Also es ist wirklich gut. Also wenn man Alkohol trinkt, wenn man wandert, sollte man auch Alkohol trinken. Es macht mehr Spaß. Das ist wie Glücksspiele. Glücksspiele machen glücklich. Alkohol ebenfalls. Das ist der verdammte Lifestyle. Das ist wirklich der Lifestyle, Alter. Oh, Junge. Diese Frau, die lebt es einfach. Die lebt das echte Leben. Also, wir sind angeblich 35 Minuten gelaufen gerade. Das stimmt nicht. Es war weit über eine Stunde. Und wir müssen jetzt angeblich noch 35 Minuten laufen. Das geht ja noch. Aber wir sind nicht eine Stunde gelaufen. Ich sehe aber hier keinen See. Ich sehe nur die Berge von Mordor da hinten. Der Zug kam 14.12 Uhr an. Wir haben 15.17 Uhr. Okay, wir hatten ein bisschen gechillt, waren am Anfang noch pissen und so, aber und 50 Minuten mindestens sind wir gelaufen. Mindestens. Da oben hinten, da ist ein Haus, ja, man sieht's. Aber ich weiß nicht, also was. Das ist das, dieses. Das ist das berühmte Haus dort. Das ist wirklich genau in den Wolken. Denkst du wirklich, das ist das berühmte Haus? Das ist, nee, das ist nicht das berühmte Haus, das ist viel höher und das ist nicht so breit. Das berühmte ist in den Wolken. An der Spitze oben hat es auch ein Haus. Da, ja. Metal, Leute. Ach Gott. Junge, diese Qualen sind einfach geil. Also könntest du die Qualen uns bitte ein bisschen erleichtern mit etwas Quell? Frisch? Ja. Na klar. Nummer 6. Prost. Also, dann müsste der Rucksack ja langsam leer sein. Dann müssen, sind ja nur noch 3 Flaschen übrig. Stabile Hausnummer. Echt? Also wenn ich bedenke, dass wir noch gar nicht allzu lang unterwegs sind. Ja. Wieso? Ist es nur wir alle oder was? Fast. Na, 1, 2. Ich habe auf jeden Fall noch mindestens 1 im Rucksack. Nicht 2? Ich habe 1 im Rucksack, glaube ich. Schade. Es sind ja 15 insgesamt. Oh, da würde ich aber auch abkotzen. Wirklich, dieser Mann ist auch geil. Alter. Ist geil. Junge, die Salbe. Schwitzen. Guck mal, hier oben fährt eine Salbe. Ach, die ist jetzt hinter diesen Wolken da. Die ist einfach aber da, Junge. Hier gibt's halt. Das ist so wunderschön hier. Es ist so unfassbar schön hier. Und da ist hier noch diese Ziegen, also wirklich. Das ist ein richtig schöner Freiluftpuff. Oh, herrlich. Oh. Oh. Mäh. 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 Ah. Es waren zwar 19 Grad angesagt, aber mittlerweile sind gefühlt 25. Es ist so warm. Ach, der Hut ist übrigens unfassbar geil. Huthass. Das ist ein sehr mutiger Mann. Aber mutig bist du erst, wenn du die Zitze auch berührt hast. Entschuldigen Sie, ich würde gern Ihren Konsens abfragen, ob ich Ihre Zitze berühren darf. Was, dann hat er das Tier etwa sexuell unsittlich berührt. Ja. Ich distanziere mich. Huhn!
Wir haben uns übrigens gerade aufhalten lassen und ich wurde gerade massiv vom Bauern, also wie soll ich sagen, darauf hingewiesen, dass ich nicht einfach ein Tier melken kann. Aber ich möchte nochmal an dieser Stelle feststellen, ich habe niemanden gemolken. Noch nicht. Also kein Tier jedenfalls. Ja, noch nicht. Mensch. Alter. Statement. Das ist aber falsch gesehen. So. Aber diese, wir haben nichts getan. Ich habe niemanden gemolken. Kannst du das bitte bezeugen? Ja, es ist gut, dass er sich Sorgen darum macht, aber es ist nichts passiert hier. Der Mann, der hat doch nur Angst vor Milchraub. Aber was macht überhaupt ein Deutscher hier? Spaß. Alter, Junge, ich fühle mich gerade heftig diskriminiert. Und das finde ich irgendwie geil. Ja, das. Also der Ausblick ist jetzt schon mal wunderschön. Irgendwo da hinten in der Ferne ist wohl dieser See. Zoom mal da leicht rein. Ja, man kann ihn erkennen. Ganz dein hinten. Ist, ja, genau. Ja. Naja. Ja, ja, jetzt wird die Wanderung sehr chillig. Sag mal, ich will ja nichts sagen, aber schmeckt es dir nicht, oder? Es schmeckt mir sehr wohl, aber es ist halt schon sehr viel Bier. Wollt ihr einen Apfel speisen? Nein, ich habe eine Allergie gegen Äpfel, ehrlich gesagt. Willst du einen? Ja, das sieht doch schon mal männlich aus. Ich würde gerne seinen Arsch verspeisen. Also je nachdem, wie es heute in der Spielbank läuft, bin ich noch für einiges zu haben. Oh ja. Diese ganzen Kuhglocken machen mich so glücklich. Ich gehöre aber auch zu der. Bananenhafer. Greifen Sie gern zu. Nee, dann. Greifen Sie gern zu. Was ich ziehe hier, was ich hier. Der Mann hat sich gerade den Kräutertee massiv schmecken lassen. Das ist das Beste überhaupt. Junge, wir sind noch lange nicht da. Ich habe eine Bar gesehen, die haben einfach Bananen gezüchtet. Junge, das Klima hier ist wirklich geil. Das Klima? Ja, stimmt. Du hast doch in der Schweiz so gefühlt drei Klimasonnen. Es gab sogar eine Flugshow mit Düsenjet, die haben so Täuschkörper runtergeschmissen. Echt? Ah ja. Und dann kam die Jungs und dann kam die Täuschkörper. Also wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Suche nach tierischen Produkten. Die sind hier irgendwo angeboten. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die leckt mich ab. Ich habe gerade mit diesem Mann ein Foto gemacht, das ich wirklich faszinierend finde. Das ist krass. Wir hatten nämlich gefunden. Ich weiß nicht, er verfolgt dich. Gangstalker. Aber kannst du mir sagen, warum die Schweizer eigentlich immer ein Problem haben, wenn man irgendwas filmt? Ich glaube, Datenschutz, dies, das, Privatsphäre ist halt schon. Aber wenn ich den Käse und die Waage filme. Sind ja normal. Ja, aber das ist ja auch im Geschäft so. Ich war ja im Burger King und die hat mich blöd angemacht. Die Menschen sind halt ja, hier. Ja, das ist doch ein öffentlicher Ort. Da müssen die damit rechnen. Ich filme ja nur den verdammten Käse, Mann. Ja, es ist trotzdem. Es gibt halt hier keine komischen Influencer in der Schweiz. Es gibt generell keine Influencer. Es gibt keine Influencer. Ich bin arbeitslos. Ein Arbeitsloser filmt ihr Essen. Ja, ja. Alter, so schmackhaft. Aber ich werde jetzt nicht zu diesem Hof hier werben, weil ich hier nicht willkommen bin. Ist es okay, wenn ich dich filme? Eigentlich nicht. Also die gute Frau hat gerade ausführlich ihre Ansichten uns dargelegt. Ich habe zwar nichts verstanden, aber ich mag die Frau. Na, Käse ist sehr, sehr schmackhaft. Nimm mal ein bisschen von dem. Das ist würzig, aber. Das ist ein stabiler Wildsauwurzen. Mhm. Schmeckt sehr geil. Ich finde es trotzdem schockierend, dass du überhaupt Schwein isst. Das ist mein Hauptnahrungsmittel. Das ist wirklich einer der besten Käse, den ich je pur gegessen habe. Der ist ja, einfach. Der war echt nicht schlecht. Der ist wirklich unfassbar. Die Salami auch. Das ist auch nicht schlecht. Oh ja. Aber stopp. Also, ich meine, Nahrung ist ja gut, aber wir müssen das Bier jetzt mal entleeren. Es ist wirklich bald Zeit für Nummer 7. Du musst auch den Rand essen, dieser Käse.
isst man alles mit. Guck mal, ich esse hier Käse. Halt fest. Käse und Rand. Hier. Ja, danke, Folge. Ich glaube, den Rand sollte man nicht essen. In der Schweiz immer. In Appenzell. Ich esse ihn jetzt. Junge, wir haben wirklich 15 Bier. Also wir, das, jetzt das ist mein siebtes. Scheiße. Das ist ein siebtes. Haben wir heute eigentlich schon mal? Totenkrebs. In der Tat. Prost, Mahlzeit. Wollen Sie ein Bier haben? Nee, aber können wir ein Bier machen? Also, als ob hier, auf dieser... Ja, das habe ich so gerade gefragt. Alter, das ist krank. Komm, ich mach kurz ein Bier. Ja, sehr gern. Wir sind da. Ihr erkennt es hoffentlich wieder. Exakt da ist das Motiv. Also wahrscheinlich von ein paar hundert Metern weiter vorne, aber das ist es. Seht ihr? Das hier ist derselbe Berg. Wunderschön. Oh, ich liebe es. Das habe ich gerade rausgeschmissen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, so eine schöne, ruhige Aufnahme zu machen mit diesen Männern hinter mir. Es waren viele Schnitte notwendig. So Leute, es ist soweit. Wir sind am See und jetzt wird gebadet. Egal wie kalt es ist, es geht rein. Es ist so kalt. Wieso schmeiß ich die Socken da hin? Es ist so kalt. Das war wunderschön. Es war so kalt. Es ist immer noch kalt. Junge, aber ohne Scheiß. In so einem wunderschönen See zu baden, das ist einfach nur der Lifestyle. So kalt, so kalt. Also mein Herz war kurz vor dem Stillstand. Ich bin übrigens splitternackt und trockne gerade. Das ist der gottverdammte Lifestyle. In so einem wunderschönen Ort. Ist es hier legal, nackt zu sein? Ich weiß nicht, ob ich dich nackt in der Story habe, aber ich lasse einfach hoch. Also hier zu baden war wirklich ein Traum. Ich schwanke leicht, aber es geht, es gibt es. Aua. Bäh. Und zwar... mit Nasenaffen. So, wir haben jetzt einen historischen Moment zu feiern und zwar ist das hier das 15. und auch letzte Quellfrisch. Danach haben wir zu zweit diesen gottverdammten Kasten besiegt. Das schaffen wir noch, Alter. Das ist mal ohne Mist. Film doch mal wirklich, dass man das hier hinten auch sieht. Das ist einfach schön. Das hier. Ich schwank leicht.
sehr leicht. Bier wurden vernichtet. 15 Bier noch reinpassen. Jetzt ist das Ziel das Restaurant da hinten. Alter. Da. Diese wunderschöne Wanderung nimmt weiter ihren Lauf. Ich bin einfach für jede Sekunde dankbar, in der es hier lang geht. Schaut euch das mal an. Das ist der See. Das ist der Berg. Ja, diese Männer sind auch wundervoll, also wirklich. Dieses wundervolle, schlammfreie Wasser, diese Berge, diese Sonne, die jetzt noch rauskommt, also es ist irgendwie 5 Grad wärmer als in der Wettervorhersage, das ist einfach nur das wahre Leben. Es ist wunderschön. Willst du dich boxen? Ja. Junge, wie du einfach deine nasse Unterhose mit dir rumträgst, macht mich glücklich. Alter, aua! Oh, aua! Junge, rest in peace, alte Kopfhörerbenutzer. Rest in peace. Also das hier und das hier sind wohl doch nur Bauernhöfe, wo man was erwerben kann. Aber wir wollen dahinter, da ist nämlich das Restaurant. Da gibt's Suff. Ja, das und Nahrung. Ja. Die erste richtige Mahlzeit heute. Junge, so viele Frösche. Das ist wunderschön. Die Natur, Alter. Junge, moin, Bruder, komm mal her. Das erinnert mich an meine Kindheit. Du hast schon einen. Junge, das ist wirklich, das ist ein Naturschauspiel. Das ist ja krass. Ja. Die sind bestimmt schmackhaft. Das können wir gleich testen. Was? Da hinten gibt es noch mehr Frösche. Achso, danke. Und noch mehr Suff? Ja, das will ich hoffen, Alter. Es wird wirklich Zeit, dass wir endlich in dieses gottverdammte Restaurant einkehren. Ich bin komplett nüchtern. Es geht so. Ich hab ein bisschen inhaliert, aber. Junge, diese Luft hier ist. Die Natur ist zwar schön, aber du bist schöner. Hund! Das Glück ist in greifbarer Nähe. Oh ja. Mein Handy-Akku ist übrigens alle. Warum auch immer? Ich habe damit ja den ganzen Tag nicht gefilmt. Also ohne Mist. Ich muss mich jetzt mal kurz aufregen. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt mit der anderen Kamera filme. Dieses iPhone hat schon wieder so viele verdammte Macken. Und das ist die beste Version, die es überhaupt gibt. Das macht mich richtig wütend. Und so Zeit, dass September kommt, ich fühle mich schon wieder wie so ein absoluter Höhlenbewohner, weil ich noch nicht das Neueste habe, obwohl das Neueste noch gar nicht draußen ist. Aber wenn das Neueste, was es überhaupt gibt, schon wieder so viele Macken hat. Ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen, wo ich mich schon wieder aufregen könnte. Es macht mich richtig sauer. Also Statement? Ja, zum Glück habe ich ein gutes Handy. Ich bin sehr zufrieden, keine einzige Macke und ja, ich kann mich nicht beschweren. Aber mein iPhone 14, das habe ich nicht mal mehr dabei. Das liegt zu Hause irgendwo rum, weil ich habe das ja hauptsächlich gekauft wegen Instagram, wegen der besseren Story-Qualität und das so. Das ist lange her. Das ist lange her. Jetzt macht es ja nur noch Faxen. Also das wählt ja immer die falsche Kamera aus. Dann machst du ein Bild und in der Vorschau sieht das erstmal normal aus. Und dann, wenn es gemacht wurde, sieht das aus wie das letzte Krüppelbild. Also iPhone ist wirklich schlecht. Ja, deswegen werde ich mich jetzt auf diese Kamera wieder beschränken. Grüße an Lumix, die liefern immer ab. Und wo ist mein verdammtes Bier? Das ist da drin. Oh, Junge. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein frisches, schmackhaftes Appenzeller Quellfrisch. Das achte. Das ist jetzt das in der Tat achte, ja. Die Flasche sieht ein bisschen altmodisch aus. Mhm. Ah, schmeckt sie gleich viel besser. Ja,
Also übrigens massive Ehre an die Leute hier in unserem Restaurant, die gerade mein Handy aufladen, weil der Akku komplett am Arsch ist. Also massive Ehre. Die Dame würde ich übrigens auch gerne mal aufladen. Also während wir aufs Essen warten, muss ich mal fragen, ob wir überhaupt schon mal angestoßen haben. Ja. Aber nicht oft genug. Okay, du hast recht. Süh. Aber ich muss auch wirklich sagen, Quellfrisch ist einfach schmackhaft. Ich bin nur Alkoholiker, ich mag Bier nicht. Also ich bin beides und ich muss sagen, wirklich, das ist einfach nur eine schöne Begebenheit, dass man hier das Logo sieht und dann dahinter schaut. Und da ist es einfach in echt. Das ist schon heftig. Das ist der verdammte Lifestyle. Ich freue mich auf das Essen. Oh ja. Ich kann übrigens zaubern. Winklerische Zauberei. Feinste Speisen. Also wirklich vom Allerfeinsten. Hier gibt es einen Spieß. Feinste Schwein auf meinem Teller, so wie sich das gehört. An diese Frage muss ich nochmal stellen. Haben wir jetzt schon mal? Auf jeden Fall, aber je mehr, desto besser. Das ist korrekt. Ich lasse es mir jetzt massivst munden. Das gilt zwar fast für alles in der Schweiz, aber dieses Essen ist schon wieder so verdammt gut. Das Schweinefleisch im Spieß ist, boah. Und das hier ist verdammt nice, also die Spätzle. Absolut. Mmh, Schnitzel auch. Das Spätzle nicht mal. Mhm, doch, geil auch. Spätzle. Geil auch. Alles mit Cannabis. Massive Empfehlung geht raus. Mhm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Aber das Allerbeste ist immer noch das. Haben wir da eigentlich schon mal? Jetzt gibt es natürlich noch ein kleines Schnäpsel. Der gute Elbstein, bitte. Ich hoffe, dieser Schnaps hängt sich nicht selbst in seiner Zelle. Also dann, Mahlzeit. Haben wir heute schon mal. Prost. Jeffrey Epstein didn't kill himself. Wahre Worte. Also wirklich schmackhaft. Ja. Gut. Schmeckt sehr schokoladig und... Singen. Auch sein widerlicher Dings da. Was ist denn dieser Kinderriegel-Likör oder was hat er gemacht? Oder Kinder-Country-Likör? Ja, ja, Kinder. Das klingt aber nach sehr harten Ansagen an Patrick Singh. Nö, ich würde das sehr gerne mal probieren. Also, wenn das sogar der Singh trinkt, dann... Kann das ja nicht so schlecht sein. Haben wir heute eigentlich... Nein. Es ist natürlich Zeit. Ah, Likör ist das, ne? Kinderschokolade, Likör war das. In der Tat. Geil. Das ist wirklich... intensiv heute. Intensiv schwul. Wird es heute Nacht noch? Guck mal, der Vogel. Also es ist um 7 durch, das heißt, wir müssen langsam mal den Heimweg antreten, weil die Spielbank in Konstanz ruft. Können wir bitte dieses Bier jetzt wegmachen, Bruder? Solange dieser Mann noch hier seine Boy-Pussy mal auf Hochtouren bringt, da gibt man bitte ein Statement zu diesem Tag. Was soll ich sagen? Ne? Also, es war wirklich ein schöner Tag. Die Wanderung war auf jeden Fall viel besser, als ich erwartet habe. Ich war wirklich, ich habe es jetzt bis zum Ende, bis jetzt durchgehalten. Und ich muss dir auch mal... Der Blowjob war richtig geil. Ich muss dir auch mal wirklich ein Kompliment geben, auch wenn ich jedes Gramm an dir vermisse. Du ziehst sportlich gut durch, genau wie der Seibt und der Schamal. Also ich glaube, Seibt hat jetzt 16 Kilo da abgenommen. Da sieht man leider null, aber beim Singen sehe ich schon einen deutlichen Unterschied. Ja, und du bist bei 11 Kilo. Ich bin jetzt ungefähr, der letzte Stand bei 11 Kilo. Gut, jetzt die letzten 2 Tage habe ich viel gegessen, sagen wir nur noch 10,5. Aber das ist kein Problem, weil ich werde das ja, sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich das in einer Woche wieder runter haben. Ich gehe ja wirklich, manchmal gehe ich ja wirklich 5 Mal die Woche zum McFit.
Also dass du zu McFit gehst, ist schon echt peinlich. Ja, aber der ist bei mir am nächsten. Ja, okay. Deswegen. Und der Vorteil bei McFit ist halt ganz klar, dass du, egal wo du bist, du weißt, du hast ein Fitnessstudio. Das würde jeder Hartz-IV-Empfänger sagen. Ich möchte 100 Kilo wiegen. In Spanien, in Italien, völlig egal, du kannst trainieren gehen. Das ist geil. Also ich will nicht sagen, aber wenn dir Bier nicht schmeckt, dann lass es doch sein. Ich hole mich... Das ist ein Mieskonsum. Aber du hast natürlich völlig recht, McFit ist ranzig. Also wenn du da manchmal in die Umkleiden reinkommst, da sind dann Spinnen, wo einfach die Türen fehlen. Oder das ist gar nicht unfassbar nach Urin. Das Problem ist nicht das Fitnessstudio selbst. Sondern das, was dort rumhängt, ich weiß. Ja. Und, aber das ist in den anderen Fitnessstudios nicht besser. Ich hatte ja, doch, nee, ich hatte in meinem schon. Ich hatte Probetraining in 5 verschiedenen. Ich war bei... Ja, natürlich habe ich ein Probetraining bei McFit gemacht. Dann du musst... Nee, ist ein einfacher Tipp. Du nimmst das Teuerste der Stadt. Ich fahre doch nicht Ewigkeiten. Nur. Ich würde lieber eine halbe Stunde fahren, bevor ich mit... Nee, es muss... Das Wichtigste beim Fitnessstudio ist, dass es schnell erreichbar ist. Weil wenn ich weiß, ich müsste jetzt noch mich 40 Minuten in die Rand ziehen. Ich schneide das eh nicht rein. Ich warte nur darauf, dass er sein scheiß Bier nicht aus. Ich hoffe. Ja, Mann, mach doch mal schneller, verdammter... Das. Also hier nicht homophob werden. Hier. Ich bin schließlich sehr schwul. Genau das habe ich auch gerade gesagt. Na endlich. Also ich habe jetzt übrigens gerade eine 3-minütige Konversation rausgeschnitten, wo wir über die Fitnessstudios geredet haben. Und über... Davon distanziere ich mich. Haben wir heute eigentlich schon mal? Zu oft. Zu wenig... Auf das. Schmeckt halt gut. Ja, schmeckt echt gut. Ist wirklich lecker. Guck mal, der Vogel ist hier drin. So, wir treten nun den Heimweg an mit einem naturtrüben Quellfrisch in der Bügelflasche wohlgemerkt. So. Mit impotent. Ich auch. Der Tag ist wirklich. Das ist aber schmackhaft. Kann ich mal gerade aufstehen? Na, dann hoffe ich, dass du gerade auslaufen kannst, weil wir haben noch eine Weile vor uns. Kant. Ja. Das ist wirklich, das ist unser 9. Bier oder so. Achso, ja. Ich freue mich auf die Spielbank. Ja. So, ich habe gerade in schweißtreibender Arbeit hier ins Her gerudert. Also es ist jetzt mittlerweile 7:45. Also wir nehmen dann den allerletzten. Wir kommen niemals nach Hause. Also wirklich die letzte Verbindung, wenn da irgendwas schief geht, dann kommen wir nicht mehr nach Hause. Wir sollen 0:07 irgendwie da sein. Ich bin sehr gespannt. Also das ist so schön hier, ohne Scheiß. Ja, ich werde jetzt hier runterfissen, also... Was denn? Ich muss. Das ist ja wirklich ein Witz. Dieser See ist keine Toilette. Ich sag das nicht mir, sag das meinem Haar. Alter. Haben wir heute schon mal... Zu oft. Zu selten. Bratan. Huiuiui. Also, wie schmackhaft. Ich mag Bier immer noch nicht. Ich bin nur Alkoholiker. Alter. Bitte möglichst entspannt. Ich möchte nicht kentern. Es ist... Es ist so wunderschön hier. Das sind die ersten Leute, die in den Felsen, in der Felswand rein. Aua! Aua! Alter!
Mann! Das ist wirklich wunderschön hier. Alter. Du bist ein sehr souveräner Ruderer. Fahren jetzt in diese Wand da rein. Nee, bitte nicht. Was? Henry, nach in andere Richtung. Ja, nee. Du schaffst das schon, ja. Paddel mir ein. Na, Junge, Mensch. Alter. Da der Arthur und ich ziemlich trünkig sind, haben wir jetzt beide gesagt, dass wir nicht rudern, und dieser Mann hat das Ruder in die Hand genommen, weil ihm kalt ist und er will nach Hause. Also unser Bus fährt übrigens erst in einer Stunde und 8 Minuten. Nein, einer Stunde und 38 Minuten. Wir haben Zeit. Ach so, stimmt, die halbe Stunde Miete des Bootes ist um, das stimmt. Ja, es ist scheiße auf die Miete, es geht um die Wanderung. Wir haben doppelte Zeit. Also, wir haben doppelt so viel Zeit. Also, wenn dein Weg stimmt. Wir werden einen anderen Weg gehen. Was für einen anderen Weg? Es geht, Junge, ich bringe dich gleich mit. Das bin ich nicht, das ist Max. Du verdammt. Nein, wenn du nicht ruderst, dann werden wir verhungern. Da haben wir heute eigentlich schon mal darauf angestoßen, dass wir auf diesem See sterben. Junge. Fick dich. Ich werde heute klar voll wechseln. Das meine ich wirklich ernst. Ich werde in deinem Gesicht ejakulieren. Und du wirst es nicht verhindern können. Ich meine, sowas von ernst. Sehe ich so aus, würde ich verhindern wollen? Geil, ja, gut, das stimmt. Ich... Also die Bootsfahrt ist vorbei. Das Gasthaus Forelle sieht echt einladend aus, muss ich sagen. Da würde ich jetzt eigentlich gerne im Pool liegen, falls es einen gibt. Das Bier ist schon fast alle. Und wir gehen jetzt 50 Minuten zu den Wasserauen. Also wir haben halt wirklich dann die letzte Verbindung. Wenn wir die verpassen, dann haben wir ein massives Problem. Ich bin ja mal gespannt, wie das hier enden wird. Naja. Herr Sumpex! Ja, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Was ganz Wichtiges. Das ist die falsche Richtung. Bodenkrebs. Das ist sehr gutes Quellwasser. Und wenn man damit ein bisschen das Bier verdünnt, hat man mehr vom Bier. Haben wir darauf eigentlich schon mal? Ey, los, mein Pimmel, Alter. Ich glaube, ich muss nicht schon wieder aussprechen, dass es hier wunderschön ist. Hier stehen einfach Kühe am Hang. Die kann steiler stehen als ich. Entschuldigen Sie? Entschuldigung? Ich fühle mir gerade Max ein Kot. Ich habe nicht vor, die Kuh zu melken. Auch wenn es etwas sehr verführerisch ist. Was fällt dir ein, das Lied zu melken? Komm jetzt her! Komm her, Junge! Der Mann zitiert gerade den wütenden Bauern von vorhin. So was kommt ja immer nicht auf Videos rüber, aber der Weg ist so steil. Das ist die Straße für die Autos. Das ist eine Abkürzung. Hier zu laufen. Warte mal, wo sind wir denn vorhin lang? Da oben oder was? Ich nehme es gar nicht. Ja, wir müssen ja. Wir müssen ja da oben. Wir sind da lang. Ich gehe ich mal stark von aus, weil da unten auf gar keinen Fall. Und das ist. Ich meine, da oben wäre diese. Hier, da ist doch dieses Fleckchen Gras. Da müsste dann die Weide gewesen sein mit den. Ja, stimmt. Mit den Ziegen. Alter. Mit dem wütenden Bauer. Das Haus da oben, wirklich? Ja, ja, ich. Ja, und der war neidisch, als ich ihr ins Auto packte. Ja, das war bestimmt seine Ehefrau. Und das. Alter. Hier haben wir ein sehr schönes Nest der roten Waldameise. Also, das ist schon echt ein Schauspiel der Natur. Ich frage mich regelmäßig, ob ich hier einfach nackt drin aufwachen könnte. Ich meine, stell dich das mal vor, du wachst auf. Und liegst nackt da drin. Und du bist einfach das Nest.
Die Ameisen haben sich in dir angesiedelt. Alter. Ein sehr schöner Anblick zum Sonnenuntergang. Ich meine, es ist schon nach 9. Und wir sind immer noch bei weitem nicht an der Haltestelle. Gay. Hm. Nee, das war keine Aufforderung. Oh, da ist noch jemand nüchtern. Das ist richtig. Ich erinnere dich in 2 Stunden dran. Fuck you. Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Also ich bin eher für die St. Gallen Pride. Nee. Ja, du musst dringend einen rauchen. Ja, nee, ich distanziere mich ja grundsätzlich von sowas. Also ich habe damit gar nichts zu tun. Also im gestrigen Vlog? Nee, das ist alles Photoshop. Ich habe keine Ahnung, was genau das hier bedeuten soll, aber ich würde gerne meine Eichel damit abtrennen. Sehr geil. Ich bin einfach nur dicht. Schickt bitte mehr militärische Riegel mit Guarana, Koffein und Hamstershop24. Schickt bitte mehr Riegel. Ja, die sind wirklich köstlich. Ach, hier hätte man auch was dabei. Was gibt's hier Schönes? Gibt's hier Bier? Es gibt Appenzeller Fleisch. Nee. Ah, ist nur alkoholfrei. Für 9 Franken Holunderblütensirup. What the fuck? Ja, aber hier. Ganz Appenzeller Jerky. Mann. Alter, was ist denn das? Junge, Beef. Das ist wirklich geil. Das ist überteuert. Ja und? Ja, überteuert ist... Das ist Fraß für die Dummtouristen. Ich bin ein Dummtourist. Ja, aber das ist halt wirklich für die ganz Dummtouristen. Ja, bist du das etwa nicht? Ich bin schwul. Nicht reinschneiden. Naja, nee, du hast ja recht, das ist wirklich überteuert. Ja, bitte, können wir gehen, bitte. Es dreht sich alles. Softeis! Zum Ficken! Ach Mann! Kannst du einen Pimmel da reinstecken? Junge, ich kann Pimmel nicht reinstecken. Das war übrigens Fake-Information. Wir sind noch nicht im Dorf und in 28 Minuten fährt der Bus. Wo zum Teufel sind wir denn? Irgendwo. Alter! Mann! Alter, der Weg ist ja richtig. Die laufen ja auch alle hier lang. Ja, aber wahrscheinlich ruhen die da. Einzige Dorf, wir kommen doch von da irgendwo. Das ist das Fickendorf. Große Brüste. Dann müssten wir jetzt hier Hunde und Katzen essen. Ja. Schnitt, jetzt sehr viel zensieren. Nee. Oh, ich muss gleich noch den ICE buchen, das darf ich nicht vergessen. Oh, Alter, die machen Liebe. Junge, das sind wir in ein paar Stunden, Alter. Ja, wenn Ach, bitte? Wenn das Space-Kraut richtig kickt. Welches Kraut? Ja, das... Spice. Mysteriöse Kraut. Keiner weiß genau, was es ist. Das ist einfach wunderschön. Also zum einen, weil hier unfassbar viel Bier rumsteht. Oder dass jemand drauf aufpasst. Und zum anderen, dass wir jetzt da sind, wo unser Zug fährt. Ist das hier ein Selbstbedienungsbier oder? Das ist ja krass. Also, das ist echt krass. So könnte man sich jetzt einfach bedienen und gehen. Also im Hotel Alpenrose gibt es immer unendlich viele Biere von Nacken. Also und daneben stehen immer unfassbar viele Fahrräder für Lau. Hier war kein einziges Fahrrad angeschlossen. Das ist korrekt. Und das sind Fahrräder wert von mehreren tausend Euro. Also wenn jemand irgendwie hier Spaß haben möchte? Ja, mit einem Gewinn nach Hause möchte. Also ich weiß ja, dass in Deutschland viele Sings leben? Gruppen leben, die
Gamelsing heißen? Ja, in etwa. In genau 12 Minuten angeblich soll hier der letzte und ich betone der allerletzte Bus erscheinen. Der Karan wird uns führen. Wohin? Also ich habe keine Ahnung. Ich doch auch nicht. Ich sehe alles nur noch benebelt. Denkst du, hier kommt ein Bus? Ja, Denken und Wissen sind so zwei verschiedene Dinge. Also der Karan, der wird uns führen. Also der wird es wissen. Ja. Also ja. Nee, kann ich jetzt nicht zeigen, aber ja. Ja. Pass mir mal bitte die 11 Bar, Bruder. Danke. Ich hoffe wirklich, dass der richtige Bus. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Sonst sehe ich uns hier in diesem Toilettenhäuschen nächtigen. Junge. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Das ist aber eine mysteriöse Elfbar. Der Bus ist tatsächlich da. Das ist unsere allerletzte Chance, nach Hause zu kommen. Oh, Junge, ich bin so froh. Ja. Allein dir weißt du nicht. Was? Metal. Wir haben das Auto begrüßt Sie im Bahnersatz nach Appenzell. Oh, natürlich. Endlich mal ein bisschen Wärme und sitzen. Haben wir jetzt überhaupt Tickets? Ja, ja. Echt? Ich, ja. Alter. Was? Wir fahren massiv schwarz. Das ist doch hier nur ein Bus, ist doch egal. Wer weiß, wann ein Bus kontrolliert wird? Nie. Also, ich wurde schon mal hier... In der Schweiz? Ja. Ach stimmt, wurde die PlayStation 5 ja, genau. Stimmt. Aber bei uns wirklich Bus? Also ich sag mal, wenn es hochkommt, also ich fahre jetzt natürlich nicht jeden Tag deswegen, aber vielleicht zweimal im Jahr ist eine gute Frage. Ja, da bin ich ja gespannt. Also wir sind scheinbar gerade irgendwo in Deutschland ausgestiegen, weil hier gibt es auf jeden Fall Stiche. Hier fühlt es sich sehr wie in NRW an. Gibt es hier was zu essen? Ja, Sandwich in meinem Rucksack. Da ist ein Lokal. Kannst diesen Mann hier vernaschen. Können wir da hingehen jetzt? Aber da verpassen wir den Zug. Wo fährt der überhaupt? Ich weiß nicht. Das ist doch Automat. Schiene. Das ist Automat. Ah ja, da könntest du was zu essen. Was nicht, Mach, was du willst. Ja, mal gucken. Also ich hoffe, wir kommen nach Hause. Wir haben jetzt noch Getränke bestellt und Döner. Und in 6 Minuten kommt der Zug, der wirklich der allerletzte ist. Wir sind gerade in Appenzell. Appenzell? Ich hoffe einfach nur, es gibt den nächsten Schnitt, dass wir im Zug sitzen. Bitte. Ja, also das mit dem Zug war es jetzt. Wir haben den Zug jetzt wirklich verpasst. In der Tat. Und haben wir noch eine Ausweismöglichkeit? Woher soll ich das wissen? Komm. Ficken, Alter. Einfach nur ficken. Oh nee. Alter, ich habe wirklich noch nie einen Kebab gefressen. Also ein Lammertürm gegessen, das frisch gemacht wurde. Der war wirklich komplett frisch gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ja, gut, wir sind ja auch in der Schweiz. Also hier darfst du nicht so eine Plörre anbieten wie bei uns, wo du danach Durchfall hast. Also wir hatten vorhin zum Glück mit dem letzten Bus, aber jetzt kommt hier in Appenzell in fast einer Stunde der letzte Zug. Also den müssen wir jetzt aber auf jeden Fall bekommen. Und jetzt haben wir noch eine Stunde auf, weil Aufenthalt hier. Das ist korrekt. Schmeckt? Schmeckt. Ich hoffe, die machen nicht vor um 11 hier zu. Ich möchte mich hier noch aufhalten. Bitch. Ich sehe aus, als wäre ich 27 Wochen obdachlos. Die Ventilatoren sind laut, aber der Dürüm ist schmackhaft. Alter, bin ich fertig. Hier sind gerade zwei geile Chayas eingestiegen. Statement? Ich sag nichts dazu. Das war ein mega geiler Kachbass. Ich bin schwul. Ja, ich auch. Also ich meine... Ich wollte eigentlich filmen, wie du isst, aber naja. Mann!
jetzt geht das schon wieder los wie gestern, diese Degenerierung. Junge, geh mal hier. Alter! Heavy? Ey, jetzt hab ich so was an der Hand. Ja, es gibt in diesem gottverdammten Zug einfach wirklich keine Toilette. Und ich muss so dringend mal groß. Das Getränk heißt YOLO. Und das heißt Dürren. Und wie schmeckt das? Ziemlich YOLO. Müssen wir da reinfilmen. Was ist denn da passiert? Das ist so eine neue Art von Dürüm, das kann man so mit Besteck essen. Mann, es gibt ja einfach keine Toilette. Kackt in die Hose. Ich habe keine andere Wahl. Hier ist überall die Toilette. Also, ich weiß nicht, warum du nicht einfach auf den Sitz scheißt. So, wir sind jetzt in St. Gallen, unser letzter Umstieg. St. Arnus. Ja, ich muss ja wirklich aufs Klo. Ja, also, stimmt, ich muss auch pissen. Also ich hoffe, es ist St. Arnus. St. Sing. Sankt was? Sing. Ach, Sing. Junge, wo Klo? Wo Klo? Da unten irgendwo. Wo Klo? Da irgendwo. Wo Klo? Bahnhof. Wo Klo? Hier. Wo? Sing. Er muss dringend pullern, ich muss dringend kacken. Und der Mann gibt mir jetzt immer Scheißen aus. Fuck you! Ich glaube, das war nicht richtig. Ich bin rechtmäßig eingetreten. Was? Sie sind alle zu? Nee, warte mal. Irgendwie sah nur so aus. Schitter! Oh nee, nee, nee. Der Schiffschanonen. Oi. Oh Mann, die sind alle zugekackt. Ja, das geht. PlayStation. Junge, das der Schweizer Sergeant. Junge, ja. Dieser Mann rührt wie ein Hirsch den ganzen Tag. Das Getränk, das YOLO, das bringt mich wirklich zum Rülpsen. Ich kann nichts dafür, Kana. YOLO! Das muss ich leider piepsen. Was denn S*** oder YOLO? Das erste. Also es ist wirklich dreiviertel eins, Alter. Wie lange wir unterwegs waren, das ist schon wirklich bemerkenswert. Schneiden. Schiptar! Jetzt zeig doch mal den Adler, Alter. Du enttäuscht unser Albus. Weißt du, was die Leute einfach wissen müssen? Das zeig doch mal den Doppeladler jetzt, Bruder. Ich will alle Albaner grüßen. Mich. Zeig Adler. Zeig ihn. So, wir sind wieder zu Hause und ja, Sumpex mich überzeugt, statt weiteren Bieren diesen Energy-Drink zu genießen. Es muss mehr gegessen werden. Der Schiebschanonen. Ich will jetzt genau da anknüpfen, wo ich gestern aufgehört habe. Sehr geil. Das ist ja so unfassbar lecker. Mit dem hast du mehrere Schwänze angefasst. Also wir wollten eigentlich noch im Online-Casino zocken, aber niemand hat doch nur genug Energie, überhaupt den PC anzumachen und sich einzuloggen.
Und die liegen einfach seit gefühlt einer Viertelstunde hier rum und machen nichts. Nichts. Das ist alles harte Arbeit. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Es tut mir wirklich leid.